Wir kommen zum Fazit. Sie wissen, die schon öfter hier waren, kein LPR-Forum ohne eine Schlussbetrachtung. Die wird in diesem Jahr Lena Jackert ziehen. Sie wird eine journalistische Perspektive einnehmen. Sie ist die Deskchefin von Süddeutsche Zeitung Online. Sie ist zuständig für die Homepage, für die Auftritte der Zeitung auf den verschiedenen Plattformen. Das Thema Fake News, Lügengeschichten, die Suche des Journalismus nach einem neuen Standort unter diesen neuen Vorzeichen, Herausforderungen, das ist auch ein Thema, das sie umtreibt. Sie lehrt auch, wie man digitale Medien macht, zum Beispiel an der Deutschen Journalistenschule. Und wir sind sehr froh, dass sie hier ist und sich eines Themas annimmt, was heute Morgen schon mal kurz angeklungen ist, nämlich Wahrheitlichkeit versus Wahrheit. Lena Jackert, das Podium ist Ihres. Ja, die Wahrheit. Das Time Magazine fragt auf dem Titel seiner aktuellen Ausgabe, Is Truth Dead? Also ist die Wahrheit tot? Nein, die Wahrheit ist nicht tot. Aber es geht ihr auch gerade nicht besonders gut. Oder zumindest machen sich viele Menschen Sorgen um die Wahrheit. Damit meine ich jetzt die Wahrheit in ihrer öffentlichen Form und Funktion. Aus dieser Sorge heraus sind Gesetzesentwürfe entstanden, redaktionelle und technische Innovationen. Viele von den Projekten, über die wir hier heute gesprochen haben. Eine gesunde Wahrheit ist konstitutiv für eine demokratische Öffentlichkeit. Für das Forum, in dem Bürger, Politiker und wir Medien miteinander in den Diskurs treten. Dass diese Öffentlichkeit jemals völlig demokratisch war, das darf bezweifelt werden. Angriffe auf die Wahrheit, Machtspiele in der öffentlichen Debatte, das gab es alles schon lange, bevor im Weißen Haus Präsident Trump regiert hat, bevor es Filterblasen gab und Bots und Twitter und Facebook, ja, das Internet. Angriffe auf die Wahrheit, die gab es auch schon in der guten alten prä-postfaktischen Zeit. Man muss jetzt nicht in Romantisierung oder noch schlimmer in Misstrauen gegen den technischen Fortschritt verfallen, um festzustellen, unser Debattenraum hat sich schon sehr verändert. Die sozialen Medien haben ihn erstmal weiter aufgemacht. Aber Algorithmen, die das menschliche Bedürfnis nach Selbstbestätigung kapitalisieren sollen, haben ihn auch segmentiert. Die virale Logik funktioniert über Erregung und befördert so die Polarisierung. Social Bots kapern Themen, springen von einem politischen Großthema zum nächsten. Sie schaffen künstliche Trends und verändern so die Agenda. Desinformationskampagnen lassen die digitale Öffentlichkeit weiter zersplittern. Professor Howard hat heute Mittag sehr anschaulich gezeigt, welche Ausmaße diese Phänomene im US-Wahlkampf angenommen haben. Er hat geschildert, wie Bots Clinton-Wähler mit Anti-Clinton-Propaganda zugeschüttet haben, wie Bots während der TV-Debatte die sozialen Netzwerke mit Meldungen geflutet haben, die Trump zum Sieger erklärt haben. Die Sorge um die Wahrheit, sie scheint also schon irgendwie berechtigt zu sein. Was ist da zu tun? Wir haben hier heute von einigen Ansätzen dazu gehört. Sollte man, wie Phil Howard es vorschlägt, die Betreiber der sozialen Netzwerke stärker in die Pflicht nehmen? Sollte man also von Facebook und Twitter einen Beitrag zur Demokratie fordern? Diese Konzerne sitzen schließlich auf den Daten, die darüber Aufschluss geben könnten, welchen Einfluss zum Beispiel Bots und Fake News tatsächlich auf das Wahlverhalten haben. Es ist wichtig, diese Konzerne an ihre öffentliche Verantwortung zu erinnern. Es ist wichtig, darauf zu drängen, dass sie konsequent gegen betrügerische Inhalte vorgehen, darauf zu drängen, dass sie transparente Regeln zum Beispiel für den Einsatz von Bots schaffen. Aber wenn es uns darum geht, den demokratischen Diskurs zu erhalten, dann reicht es nicht, dass wir uns auf das ethische Entgegenkommen von amerikanischen Konzernen verlassen. Braucht es also gesetzliche Lösungen? Ein Gesetz gegen Fake News, wie wir wissen, wie es Bundesjustizminister Maas vorschlägt, oder ein Gesetz gegen Bot-Netzwerke, wie es die hessische Regierung will.
Frau Minister Kühne-Hörmann hat heute über dieses Gesetz gegen den digitalen Hausfriedensbruch gesprochen. Sie selbst hat es einen Mini-Baustein genannt. Selbst falls Gesetze wie dieses an den richtigen Punkten ansetzen, kein deutsches Gesetz wird Donald Trump daran hindern, über angebliche Ereignisse in Schweden zu twittern. Die Politik muss sich mit digitalem Recht beschäftigen. Das ist richtig und wichtig. Noch wichtiger ist, was Frau Kühne-Hörmann ebenfalls angesprochen hat, die Prävention. Es braucht politische Kraftanstrengungen, es braucht Investitionen für mehr Medienbildung. Demokratischer Diskurs funktioniert nämlich nicht ohne aufgeklärte Staatsbürger. Und dazu, ein aufgeklärter Staatsbürger zu sein, gehört es heute, Fake News identifizieren zu können, automatisierte Kommunikation von menschlicher unterscheiden zu können, erkennen zu können, ob hinter einem Account eine Maschine steckt oder eine echte Person. Die Vermittlung von Medienkompetenz ist die Voraussetzung dafür, dass jeder Einzelne von uns so verantwortungsbewusst und zielgerichtet mit seinen Daten umgehen kann, wie es Phil Howard heute Mittag von uns gefordert hat. Nur dann behält die Demokratie die Demokraten, die sie braucht, wie Bettina Gauss es formuliert hat. Studien zum US-Wahlkampf haben gezeigt, dass die Öffentlichkeit polarisiert ist. Sie haben aber auch gezeigt, dass diese Polarisierung einseitig ist, und zwar nach rechts. Ähnliche Tendenzen gibt es, wie wir heute auch von Herrn Howard und seinem Team gehört haben, ja in Deutschland ebenfalls. Diese Studien zeigen, dass es nicht allein die neuen Technologien sind, die sozialen Medien und ihre Algorithmen, die den Diskurs verändert haben. Bettina Gauss und Joachim Becker in seinem Grußwort haben es heute aufgegriffen. Populisten wie Trump propagieren, das wahre Volk zu vertreten. Alle anderen, die Wähler der Opposition, die kritischen Medien, die sind nicht Teil, sondern Feinde dieses Volkes. Für Trump zum Beispiel gehören dazu die New York Times, CNN und andere Fake News Media. Frau Gauss hat sich in ihren Ausführungen zum Populismus zuversichtlich gezeigt, mit Blick auf den Fortbestand der Demokratie. Doch auch wenn die destruktiven Stimmen, die nach einer Apokalypse rufen, leiser werden, das populistische Element gewinnt schon an Bedeutung. Populisten profitieren von viralen Mechanismen wie die der sozialen Netzwerke. Und umgekehrt entfallen die Algorithmen ihre Wirkung erst im Zusammenspiel mit plumpen Parolen, mit emotionalen Botschaften, mit extremen Interpretationen und mit Lügen. Erst dann verändert sich der Diskurs so, dass die Wahrheit krank werden kann. Jeden Tag beschäftigen wir uns am Newsdesk bei der SZ gerade mit Herrn Trump. Oft sind wir auch gar nicht am Newsdesk, sondern gerade in der Kantine, wenn die Handys vibrieren, Twitter. Donald Trump ist wach und hat gerade zum ersten Mal getwittert. Das Problem, die Herausforderung für uns ist jetzt aber nicht, dass der amerikanische Präsident per Twitter und auf unseren Handys alternative Fakten verbreitet. Das Problem ist erstens sein Verständnis von Wahrheit. Trump setzt Wahrheit mit Instinkt gleich. Darüber spricht er auch ganz offen. Dem Time Magazine, wie anfangs gesagt, hat er jetzt in einem Interview gesagt, ich bin eine sehr instinktive Person. Es stellt sich halt heraus, dass meine Instinkte richtig sind. Die Wahrheit für Herrn Trump ist also ein Gefühl. Der amerikanische Satiriker und Late-Night-Show-Host Stephen Colbert hat für dieses Verständnis von Wahrheit den Begriff Truthiness erfunden. Ein Wort, das mein Kollege Sebastian Herrmann übersetzt hat mit eben jener Wahrheitlichkeit. Sieht so ähnlich aus wie Wahrheit, fühlt sich auch genauso an. Und psychologisch macht es eigentlich auch keinen Unterschied, denn es ist so, je öfter wir eine Behauptung hören, desto eher halten wir sie unbewusst für wahr. Das Problem ist zweitens, dass die Menschen Trump seine Lügen verzeihen, dass sie sogar akzeptieren als seine neue Art, Politik zu machen. Das wiederum dürfte auch daran liegen, dass die Wahrheit, wenn wir sie jetzt als Kommunikation auf der Basis überprüfbarer Fakten begreifen, dass diese Wahrheit also schon länger ein bisschen krank ist.
Das Vertrauen der Menschen in die Wahrheiten, die Politiker, die wir Medien verbreiten, schwindet schon länger. Auch die Debatte darüber, dass dieses Vertrauen in die Eliten schrumpft, dass es zurückgeht, die führen wir ja nicht erst seit November. Es musste aber erst Donald Trump kommen und eine AfD, die mehr Facebook-Fans hat als SPD und CDU zusammen, damit wir jetzt aus der Diskurselite so richtig erschrecken. Damit wir bemerken, dass es in der Öffentlichkeit um uns herum nicht nur Akteure gibt, die lauter schreien als wir, sondern dass die auch gehört werden. Wir blicken uns also erschrocken um und sehen Menschen mit zweifelhafter demokratischer Gesinnung. Wir sehen kommerzielle Algorithmen und, eben immer vorausgesetzt, wir erkennen sie auch, wir sehen Maschinen, die sich in die Debatte einmischen. Da kriegen wir es jetzt mit der Angst zu tun. Wir fürchten um die Wahrheit, wir fürchten, dass sie im Netz zwischen den ganzen vielen Wahrheitlichkeiten keinen Platz mehr hat. Dieser Schreck sollte uns jetzt als Journalisten, motivieren, denn tatsächlich liegt hier gerade eine riesige Chance. Joachim Becker hat zum Auftakt den Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte mit den Worten zitiert, es gebe keinen Vertrauensvorsprung mehr. Zumindest mit Blick auf die Medien in Deutschland gilt das zum Glück noch nicht. Wie Bettina Gauss gesagt hat, das Vertrauen in die Institutionen hier in Deutschland ist noch nicht so stark beschädigt, dass die Demokratie bedroht wäre. Die meisten Menschen vertrauen in Krisenzeiten nach wie vor auf die Informationen von professionellem Journalismus. Das sieht man regelmäßig bei Terroranschlägen, bei Naturkatastrophen, und das hat jetzt auch die Wahl in den USA gezeigt. Die New York Times hat im letzten Quartal 2016 mehr als 250.000 neue Abonnenten gewonnen. 250.000. Das sind 250.000 Vertrauensbeweise. Die Zeitung investiert $5 Millionen in den Aufbau eines neuen Rechercheteams. Da hat Trump die ersten amerikanischen Jobs geschaffen und da war er noch nicht mal ins Weiße Haus eingezogen. Auch das ZDF baut mit Check 17, wenn auch natürlich in viel kleinerem Maßstab, ein eigenes Rechercheteam für das Wahljahr auf. Es gibt viele Initiativen, die sich ganz dem Fact-Checking und der Recherche verschrieben haben. Die Krise der Wahrheit ist eine Chance für den Journalismus. Sie ist ein Auftrag. Manche feiern schon die Erweckung des Journalisten zum Aktivisten, den Beginn einer neuen Ära des Journactivism. Ich glaube nicht, dass wir als Journalisten in den politischen Aktivismus verfallen sollten. Im Gegenteil, ich glaube, das ist eine Versuchung, der wir widerstehen sollten, weil das dem Diskurs am Ende noch zusätzlich schaden könnte. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil wir in der Fake-News-Debatte schließlich auch selbst angegriffen werden. Wir Nachrichtenmenschen sollten uns darauf konzentrieren, unseren Job ordentlich zu machen. Das bedeutet auch, um das Beispiel von Frau Gauss nochmal aufzugreifen, dass wir Journalisten demokratische Entscheidungen respektieren müssen, auch wenn wir sie idiotisch finden. Und wir Journalisten denken ja schon manchmal, dass wir es besser wissen als der Rest, wie zum Beispiel den Brexit. Wir müssen mit dem Vertrauensvorsprung, den wir eben als etablierte Akteure im demokratischen Diskurs doch noch haben, verantwortungsvoll umgehen und wir müssen ihn weiter ausbauen. Es wird spannend, ob mit Herrn Wasserhöfel der Wahlkampf 2017 wirklich eine Dienstleistung für die Demokratie wird oder doch eher Kontaktsport. Aussagen von Politikern zu hinterfragen, sie zu überprüfen, einzuordnen und zu widerlegen, ist keine Aufgabe, die Herr Trump für uns erfunden hat. Wie Yvette Gerner, die Kollegin vom ZDF, vorhin zu Recht betont hat, das ist journalistisches Kerngeschäft, gerade in Wahljahren. Klar, die Herausforderungen sind gewachsen. Wir Journalisten müssen unsere Aufgaben noch gewissenhafter erledigen. Wir müssen noch gründlicher recherchieren, noch sauberer einordnen, noch schneller und zuverlässiger Kontext und Hintergründe liefern. Fact-Checking-Initiativen wie die vom ZDF sind die richtige Antwort auf die aktuellen Herausforderungen. Wir Medien müssen außerdem die faktenbasierte Wahrheit da sichtbar machen, wo extreme Meinungen einen Startvorteil haben. In der Öffentlichkeit der sozialen Netzwerke. Wir müssen dafür sorgen, dass die Wahrheit da zwischen all den anderen Wahrheitlichkeiten gehört wird.
Initiativen wie Schmalbart und Werkzeuge wie Factfox können helfen, jeder einzelnen gefühlten Wahrheit einen Fakt entgegenzusetzen. Wir, die professionell im politischen Diskurs unterwegs sind, sollten von solchen Projekten voneinander, aber auch von den anderen lernen, damit es uns gelingt, dass die Wahrheit am Ende durch all die einzelnen Blasen hindurch diffundiert. Wir als Massenmedien müssen uns außerdem der Verantwortung bewusst sein, die wir übernehmen, wenn wir Statements von Politikern aufgreifen. Der AfD-Politiker Björn Höcke zum Beispiel hat 46.000 Fans auf Facebook, die SZ immerhin 650.000, mehr als 10-mal so viel. Von den Reichweiten von ARD und ZDF jetzt ganz zu schweigen. Wenn wir Medien über falsche oder provokante Aussagen von Björn Höcke oder von anderen Politikern berichten, dann verbreiten wir diese Aussagen auch weiter, wie ein mächtiges Botnetz. Wir verstärken die Social-Media-Algorithmen, wir tragen solche Nachrichten erst in die breite Debatte. Dessen müssen wir uns bewusst sein, wenn wir in den Redaktionen darüber sprechen, welche Zitate wir aufgreifen und vor allem, wie wir berichten. Wir Nachrichtenmacher dürfen nicht der Versuchung nachgeben, der steilen These, dem vorgegebenen Spin zu folgen. Wir müssen innehalten und die Erregungsmechanismen erkennen. Wir müssen Aussagen direkt als das enttarnen, was sie sind. Ablenkungsmanöver, Nebelkerzen, Provokationen. Wir müssen unserem Publikum ein alternatives Narrativ liefern, die Wahrheit. Das ist mühsamer, als knallige Zitate einfach zu vervielfältigen. Aber genau das ist die demokratische Aufgabe von Journalismus. Wahrheit, Wahrheitlichkeit, fehlt noch die Wahrhaftigkeit. Was altmodisch und pathetisch klingt, was am Ende aber nichts anderes heißt als Transparenz. Wir Medienmenschen müssen unsere Arbeit transparent machen. Wir müssen Fehler einräumen, unsere Standpunkte offenlegen und da, wo es nötig ist, auch redaktionelle Entscheidungen. Die New York Times wirbt gerade mit dem Slogan Truth, it's more important now than ever. Die Wahrheit ist wichtiger denn je und sie kränkelt hier und da gerade ein bisschen. Unser Job ist es, sie zu pflegen und dafür zu sorgen, dass sie noch lange überlebt. Danke. Thank you.